Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu Agrarian Sale mit dem Chris. Hallo. Hallo. Na? Na? So. So, jetzt muss ich hier mal... Oh, hier ist richtig viel Sand gerade reingekommen, ne? Ja, wir haben jetzt auch ein bisschen ein paar Minuten Pause gehabt. Wie viel war's? Ja, war's schon ein ganzes Deck? Das ist auch gut. Dann können wir vielleicht die... drei ganze Stacks. Was, drei ganze Stacks waren's? Alter. Yep. Und dann noch ein halber. Respekt. Einhalb. Respekt. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Womit? Ich bin fertig. So. Alter, der haut ja hier die Items raus, wa? Ja. So. Achso, warte mal, da brauchen wir jetzt einmal. Ich gehe jetzt erstmal hier wieder raus. Ja, ich mache jetzt gerade hier die komische Quest hier. Welche? Zwei Stück. Von dem... Ja, dieses Cycling Assembler und das andere. Dingen da. Okay. Ja, ich bin ja noch bei dem Sand dabei. Ich habe jetzt 43 Sand, ganz Teile. Ich brauche 100 davon, ey. So, ich bin noch bei der Hälfte. Cycling Assembler habe ich schon mal. Ey, das geht so schnell mit dem Tipp, ne? Das ist der Wahnsinn. Durch diesen Tipp aus dem Livestream, das geht so schnell, ne? Das ist das Craften. Ich weiß. Und sonst war Craften immer so ätzend und lange und... Ja. Bist noch da? Hallo? Lass mich doch nicht alleine. Ich glaube, der Bauer hat gerade einen Disconnect. Was? Hast du irgendwie einen Disconnect jetzt oder sowas? Nee, gar nicht. Achso, lol. Das war irgendwie, gerade wie wenn du weg warst. Also noch nicht. Ja, bei mir auch. Komisches Ding. Wahrscheinlich hängen sie hier gerade alle im Netz rum. Sehr strange. Ja. Ja, weiter die Insel, ne? Echt? Coole Sache. Haben wir wieder genug, oder was? Ja, zwei Stacks. Oh yeah. Achso, die Tür geht dir jetzt selber zu. Jetzt mich da auch erstmal dran gewöhnen, aber mich nervt es immer, mich umzudrehen, denn... wieder selbst. Ja, du musst dich ja nicht wirklich dran gewöhnen, aber ich habe das jetzt da über 60 Folgen lang so gehabt. Ja, jetzt kommt der Bauer und der macht jetzt alles. Jetzt kommt der Bauer und schmeißt alles über den Haufen. Ja, sorry, ey. Tut mir echt leid. Nee, das passt schon so. Was fehlt denn jetzt noch? Das Crafting Table und ein Pneumatic Servo, okay. Da brauchen wir jetzt Wood. Crafting Table. Ich hätte da reingelegt. Und Pneumatic Servo können wir mal Quest for the Hoarding reinschmeißen. So. Jetzt müsste eigentlich rein theoretisch. Yep. Okay, wir haben ein Quest fertig. Ja. Oder haben wir es jetzt fertig? Ja, es ist fertig. Reactor Casing. Welches? Welches hast du gemacht? Das ist jetzt das, bei Go with the Flow. Go with the Flow. Ja, ich hab das. Und das Fluid Management. Ja, Frage ist halt, also einer nimmt einen Reward, weg und einer nimmt das Fluix Crystal. Dann nehme ich den Bag. Okay. Ich muss das ja erstmal hier irgendwie abgeben, ne? Nee, musst du nicht. Du musst einfach nur annehmen. Kann ich nicht. Wie kannst du nicht? Ah doch. Doch, ich nehme den Bag jetzt. Ja, ich habe die Crystal genommen da. Okay, gut. Jetzt, nom. ME Fluid Export was? Geil. Ein Fluid Import was? So, was haben wir hier im Bag? Im Bag haben wir ein Blackberry Juice oder ein Cherry Gel. Ein was? Ein Cherry Gel. Leg das mal hier ins Crafting Terminal rein. Ja, ich muss ja erstmal auswählen, welches ich haben möchte. Nee, kriegst alles. Achso. Okay. Oh, wir haben ein 64k Fluid Storage bekommen. Yeah. Da. Oh yeah, das ist ein Snack. Und das andere? Ich weiß.
Das andere habe ich hier reingetan, das war ein Blackberry Juice Near Drink. Ich habe ein ME64K Fluid Storage. Habe ich auch. Geil, wo kommt das hin? Da muss ich noch ein ME Drive bauen. Okay, und das werde dann habe ich ein gleich mal machen. ME Fluid Export Bus und ein Fluid Import Bus. Ja, das können wir ja einfach ins Ding reinschmeißen, ins, ja, weiß schon da, ins Lager. Mann, hier, ich hab sogar alles dafür das ME-Drive, Junge. Ich habe jetzt so schnell ein ME-Drive gebastelt, wie ich es noch nie gemacht habe. Junge! Wie noch nie? Läuft bei dir. So schnell habe ich noch nie ein ME-Drive gebaut, Alter. Ja, direkt einfach raufgeklickt und fertig und... und fertig und alles cool. Dann kannst du jetzt rein theoretisch... Bist du jetzt an? Ich glaube schon. Jo. Was muss ich jetzt machen? Rechtsklick drauf? Ja, halt einfach da reinlegen, genau. Und jetzt kann man nämlich Flüssigkeiten speichern. Flüssigkeiten speichern. Oh, jetzt geht das hier richtig ab. Meine Güte. Uiuiuiui. Ah, hier ist auch schon einer rot, ne? Ja, der ist halt nur voll mit Dings, mit... mit Stuff. Mit Stuff. Mit Stuff. So, ein Seedöl-Can müssen wir submitten. Das ist kein Problem. Ein Liquid DNA. Okay. DNA, Liquid ein DNA. Biofuel. Und ein Zelit Kryotäum. Ja, ich bin auch gerade dran. Dieses hier. Ich, welches machst du? Ich mach hier dieses Seedöl. Ich schau mal nach dem. Was? Seedöl. Seedöl. Kryotäum. Alter. Kryotäum was das. Okay, dafür brauchen wir einen Schneeball. Ein Nieter, ein Blitzpowder und ein Redstone. Alter. Mach mal. Eine Blitzrod. Eine Blitzrod, das ist doch von diesen Iceblazes. Was? Was machst du denn? Ja, ich habe jetzt hier gerade nach diesen Gelit Kryotäum Bucket geschaut. Also. Eine Seed. Die Seed Oil Can ist eigentlich relativ easy. Und zwar haust du hier in den Squeezer, in den untersten. Hier, schau mal. In den untersten, in diesen Squeezer. Haust du so eine Can unten rein, die da unten ist. Die kannst du ganz easy aus Ding craften, aus Zinn. So, dann machen wir das hier hinten. Machen wir das hier hinten mal weg. Wie craftet man denn nochmal eine Can hier, hallo? Oh, dann musst du mal gucken. Und ich hole dir in der Zeit ein bisschen, ich hole dir in der Zeit ein paar Samen. Oh ja, mach mal. Er hat Samen gesagt. Ja, vor allem geht er hinten in die Ecke. Alter, wo gibt's hier kein Rezept für eine einfache Can, Alter? Was ist denn hier los? Bin ich blöd. Warte. Bin das Rezept hier nicht, Mann. Oh. Wo sind die da? Möchte eine fucking Can machen. Gehen das? Normal doch so, oder nicht? Oder ist das einmal komplett rum? Nee, Zinn ist Zinn auf die 4, 8 und 6. Die 4 auf die 8 und auf die 6. Hm. Ah! Ich habe nur noch auf die 2 gemacht. Natürlich blöd. Oh, jetzt habe ich erst den ganzen Stack rausgelassen, wa? Ja, ganz fast. Ach, das kommt ja hier rein, ne? Ey, wir haben jetzt schon 34 Stacks Weizen. Wo ist denn das Weizen? Ach, das ist hier drüben noch, ne? Mhm. Geilo. Respekt. Hallo. Ja, die Can füllt sich jetzt erst langsam mit den Seeds, ne? Alter, wir haben jetzt schon wieder 89 Redstone hier drin. 89? 89 Redstone. Ja, so, und jetzt regnet einfach schon wieder. Ja, wir brauchen jetzt auf jeden Fall 1,5-6 Seeds. Das dauert jetzt ein bisschen. Ja. Weil der braucht, ich glaube 100 Seeds für einen so eine Can.
Gibt es irgendeine Quest mit Clay? Zufällig? Weil wir haben so viel Clay da hinten in der Kiste. Nö. Kommt bestimmt noch, also mit Clay habe ich noch nichts gehabt. Noch nicht. Nee, noch nichts. Mob Essence. Ah, hier hinten ist ja bestimmt wieder Sand drin, oder? Liquid Meat. Hier, wir haben eins fertig. Und zwar, wir haben sogar eins fertig. Beim Go with the Flow. Liquid Meat, ja. Das Liquid Meat ist fertig. Ich hol das Herz mal. Claim Reward. Ein halbes Herz. Ein halbes Herz. Hier. Und, kannst du was ist das machen. Jetzt? Da kannst du ein ganzes machen. Refresh. Pass auf. Da kannst du ein ganzes machen. Ja, warte mal. Ja, bevor das despawnt. Ja, genau, Alter. Pass auf. Wir haben jetzt einen Quest. Ja? Ja, das warte. Können. Ich hab mein Buch da reingetan. Dafür bekommen wir 2 Herzen und bekommen 16 Schweine. Ja? Echt? Ja. Dieses Quest können wir alle 7 Tage erledigen. Wir müssen in diesem Quest allerdings abgeben 1.600.000 Miet. sind die bescheuert? 1 Million Miet? 1,6 Millionen Miet. Wo ist die Quest? Das ist jetzt auch wieder bei Go with the, halt dieses Liquid Dingsabumster. Nee, bei Liquid Dingsabumster. Und dann ganz unten ist der unterste Dingster. Bei welchem Liquid? Go with the Flow heißt es. Ja, das meine ich doch. Go with the Flow. Dann, und dann der ganz unterste Eimer. Die sind dann nicht ganz sauber, Alter. Aber, ja. Ich muss ja mal sagen, das ist ja gar nicht mal so das Problem, ne? Wegen? Weil hier unsere Mobfarm das klärt für uns. 1,6 Millionen Liter? In 7 Tagen? Never, Alter. Wieso? Hier kommen doch schon 3.200. Ja, 17.000 sind jetzt hier drinne. Ja, lass mal warten. In 7 Tagen ist das Ding dreimal voll. Nee. Ja, es ist schon recht heftig, muss ich sagen. Weil der Server läuft, wenn wir nicht eingeloggt sind, auch nicht weiter. Ah, bist du dann ganz raffiniert. Ja, sonst wär's ja doof. Sonst hätten wir das Quest da hinten mit den Bäumen zum Beispiel und sowas, wäre ja alles schon fertig. Das wäre ja doof. Richtig. Das stimmt. Was macht denn dieses Teil jetzt hier eigentlich? Ich muss erstmal gucken, was das Ding noch macht. Ich bin immer noch nicht bei der Hälfte mit diesen scheiß Sandings-Teil-Bums-Dingerns. So, tut mir mal wieder einen Gefallen. Bitte mal in die Kommentare. Ja. Für was ist dieses Teil? Ja. Ne, also wenn ihr das wisst, für was dieses Teil ist, haut mir das mal in die Kommentare. Ist das zufälligerweise das, was ich jetzt gerade denke? Das ist, dass ich mit diesem Teil mein Land vergrößern kann? Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr uns das... Hä? Das ist eine Buchdruckmaschine. Eine Buchdruckmaschine? Ich weiß ja gar nicht mehr, was er sagt. Ja, guck doch, da ist ein Blatt und dann geht das durch den Pfeil und dann sind da Buchstaben drauf. Mit den Zahnrädern hier vorne. Ja, es kann doch aber auch... Es kann doch aber auch sein, dass, ja, siehst das du, war du ein Scherz. Ja, genau, du kriegst nämlich hier Schematics. Und ich habe nämlich mal irgendwas, ich bin der Meinung, ich habe mal was von Schematics gehört, dass du mit diesen Schematics, die auch so machen kannst, dass du damit Land generieren kannst. Also wer sich, wer weiß, was das ist, in die Comments bitte. So, ich habe jetzt das Seed Can, aber das kann ich noch nicht. Ach doch, manuell. Jetzt haben wir es. Was haben wir? Wir haben den Award hier, halbes Herz. Achso, das Seed Can Öl. Claim Reward. So, jetzt haben wir auch wieder ein Quest, was nach 7 Tagen resettet wird. Dafür. Welches wird nach 7 Tagen resettet? Wollen die mich verarschen? Seed Oil, 160.000. Da kriegen wir Bienen für. Die wollen mich doch verarschen, oder? Wo zur Hölle soll ich so viele Körner herkriegen, Mann? Alter. Wir können höchstens unser Weizen mit den Körner umwandeln.
Hier, das linke Ding, das weißt du, wie es geht, oder? Habe ich gehört. Hast du ja gesagt vor der Aufnahme, ich weiß, wie das geht. Ich erkläre euch das jetzt. Also der Bauer erklärt jetzt. Genau, also in den Liquid Craft Teil, ja, sieht man hier links, auf der Seite hat man so 1, 2, 3 Stäbe von rechts nach links und das alles dreimal. Ja, dann haben wir so halbwegs in der Mitte haben wir ein 3x3 Crafting Feld aufzulachen. Danach kommt das Template, ja. Das ist halt was vorgegeben ist, okay? Das kommt dann da in die Mitte rein. Dann haben wir den Pfeil nach rechts. Und das ist der Output, meine lieben Freunde. Da drunter allerdings in dieser Zeile haben wir 1, 2, 3, 4. Alter! Ich war das gerade am Erklären, stell das da wieder hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mal 2 und da kann man Stuff drin lagern. War auch gut erklärt, ne? Okay. Da läuft bei uns. Oh mein Gott. Gut, allerdings also war das es gibt keine jetzt Erklärung auf das, was das Ding macht, aber es war eine Erklärung, was das Ding alles hat. Also es ist dann auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich mal wieder angebracht, dass ich mich wieder mal etwas umhöre. Weil wir kriegen jetzt hier durch diese Scheißdinger schon wieder Maschinen, wo ich keine Ahnung von habe. Echt nicht, also. Mann, nun streng dich mal ein bisschen an, bitte, ja? Also, ich habe nur wirklich Mann, von, ey. Ich habe nur wirklich von vielen Sachen eine Ahnung. Also ich weiß nur wirklich. Aua. Oh, Entschuldigung. Also ich weiß ja wirklich schon von vielen Quests oder von vielen Mods, wie was funktioniert. Aber ich meine, irgendwann. Was ist das? Resonant-Flux-Kapazitor. Was für ein Ding? Resonant-Flux-Generator. Resonant-Flux. Resonant-Flux. Da brauchen wir das. Da brauchen wir wieder Sulfur. Sulfur kriegen wir, wenn wir Kohle. Guck mal hier, wie ich hier die ganze Insel erweitere, ey. Wo denn? Ah, da hinten. Ja, hier. Alter. Überall hier. Guck mal, ich kann bis hier hinten hinlaufen, ohne dass ich runterfalle. Hier. Wollte ja mal ein paar Tiere haben, damit wir mal eine Tierfarm oder sowas können und so ein cooles Haus und so, aber. Ja. Na, da kommt halt leider noch nichts. Das ist ziemlich schade. Ja, wir können ja eine Tierfarm aus Leoparden machen. Ah, nee, hier, die schmecken eine, aber glaube ich nicht so lecker, oder? Eine Ocelot-Farm, Junge. Ja, können wir gerne machen, aber ich meine, essen mag ich die nicht so gerne. Ocelot. Ocelots. Alter, da sind richtig viele, Mann. Ja. Ja, egal. Oh, aber weißt du, was wir machen können? Was denn? Wir können einen Eiersalat machen. Oh, ich habe ein neues Zoom gespawnt. Wir können auch Mayonnaise machen. Wie denn? Also Ocelots. Mit diesem Teil, wo wir die ganze Zeit immer unseren Saft gemacht haben. Wenn du da Eier drüber jagst, kriegst du Mayonnaise. Ey, cool. Aber das ist keine Quest. Nee. Leider. Schade, Schokolade. Oh yeah, und die ersten Motoren sind wieder voll mit Energie. Oh, läuft bei uns. Jetzt so. Wieder ich will jetzt noch eine Quest machen, ja. Ja, ich bin gerade über einer drüber. Ja? Mhm. Möchte aber auch noch eine machen. Über dem Resonant Flux Kapazitor. Möchte jetzt viel Power machen. Zombie. Ach genau, das ist auch noch ein Quest. Wir müssen noch nur irgendwie Viecher killen. Wenn jetzt hier einer runterfällt, hau ich ihn um. Kill the Zombie. Wir müssen drei. Wir haben schon zwei getötet. Einen brauchen wir noch. Getötet. Okay, ich hau einen kaputt, okay? Oh, das ist ein Creeper! Oh, Entschuldigung. Oh. Ich hab nur was runterfallen sehen und gleich drauf gehauen. ein Zombie brauchen wir noch, da haben wir das nächste Quest fertig. Oh, das ist Skelett. Was habe ich one-hitted, ey? Ja. Aber ich glaube, das Teil hier hat nachgeholfen. Hallo! Ich kann auch mal zu lange abschließen. Jetzt übersteuert meine Maus wieder. Das war wieder ein Creeper. Mama, ich schließe den mal kurz ab hier. Nee, lass doch. Da ist der Creeper. Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Wir brauchen aber Zombies. Ja, hab ich doch einen Zombie getötet. Echt? Dann können wir abgeben. Ja, hab ich ja schon. Ja, yeah. Claim Reward. Oh yeah. Ja. Ich hab ein halbes Herz gekriegt und du? Hier. Und jetzt? Muss ich die beide essen?
muss ich die beide essen. Ah, ich habe aber gerade gar keinen Hunger. Boah, 39 Leben, Alter. Gell? Jetzt geht's richtig. Unsere geht's aber gut, wa? Mhm. Jetzt können wir auch das ein oder andere Mal sterben. Ja, jetzt können wir uns das auch mal gönnen. Das haben wir auch fertig. Ich hab Rotten Flash, brauchst du was? Gibt es da eine Quest mit Rotten Flash? Ich habe noch keine gesehen. Weil wir haben auch so viel Zeug da drinnen in dem Lager. So. Ach hier, das Wizard School müssen wir auch langsam machen, ey. Ja, was? Das Wizard School. Oh, wir müssen Spawn Chicken. Oh, das habe ich doch gerade gemacht. Ey, wir müssen noch mehr Viecher killen. Endermänner haben wir schon. Dann müssen wir noch Skelette killen. Ja. 10 Skelette. Noch. Noch 8 Zombies und noch 5 Creeper. Die ist bei For the Hoarding. Dieser Creeper kommt. For the Hoarding wieder. Dieser Creeper kommt. Da Creeper. Dafür gibt's sogar ein Reward Bag, Junge. Reward Bag. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, würde ich sagen, okay? Halten wir uns das fest für die nächste Folge. Okay. Okay, nicht traurig sein, aber morgen sind wir ja schon wieder da. Klar. Gut, wie dann lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann schaut morgen wieder rein. Oder schreibt in die Kommentare, wofür dieses Ding war, was ich gerade eben sehr gut erklärt habe. Oh ja, auf jeden Fall. Ha? Das war auf jeden Macht Fall. Macht das mal, meine lieben Freunde. Und dann sehen wir uns. Das war eine Erklärung, ne? Das war echt Ja, auf super. Jeden Fall, auf jeden Fall. Du weißt nicht, wo ich bin. Aha. Aha, du weißt nicht, wo ich bin. Jetzt bist du unter mir. Meine lieben Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein und tschüss.